Schönen guten Abend, wir sind Sam Sticky Bandits und schön, dass ihr alle da seid. Bei der dritten Rockabilly Sommersause hier im Pappelgarten. Moment, was ist mit euch los? Habt ihr noch nicht genug getrunken oder was? Das ist hier wie im Fernsehgarten ungefähr so, ne? Applausschilder überall. Und so, oh yeah. Zum dritten Mal Kerstin Ott, oh yeah. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Schönen guten Abend, willkommen bei der dritten Rockabilly Sommersause hier im Pappelgarten. Das könnte das ein oder andere Mal nochmal passieren heute am heutigen Abend. Merkt euch das auf jeden Fall, dass die Reaktion immer überschwänglich sein muss. Die muss immer over the top sein. Auch wenn ihr dann denkt, ah, das ist ein bisschen zu viel. Nein, dann ist es genau richtig. Und wir freuen uns, dass wir heute hier sind. Ja, ein Jahr ist vergangen. Und man muss ja auch sagen, auch wenn Corona irgendwie unser aller Leben begleitet hat und einen Strich durch die Rechnung gemacht hat oder was auch immer. Ich meine, ohne Corona wird es diese Tradition hier im Pappelgarten tatsächlich nicht geben und aus dem Grund sind wir auch irgendwo dankbar und freuen uns, wie gesagt, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid. Also vielen, vielen Dank dafür. Wer war denn schon letztes Jahr dabei? Okay, wer war vorletztes Jahr dabei beim allerersten Mal? Auch die gleichen, okay. Schön. Und wer ist heute zum ersten Mal hier? Ja, der Druck ist enorm. Wir müssen begeistern heute, Jungs. Und jetzt wird auf einmal ganz trocken die Kehle, ne? Wo ist denn das Wasser? Ah! Gott sei Dank. Ihr steht hier im Vorfeld. Ja, später kommen wir. Wenn die ersten 5 Songs vorbei sind. Okay. Jetzt sollte es funktionieren. Das ist eine ganz wichtige Frage, die ich euch jetzt stelle. Und wie gesagt, denkt dran, dass ihr richtig drauf antworten müsst und vor allen Dingen auch laut. Are you ready for some rock and roll? Absolutely! Ja, das war schon ganz okay. Mit Steigerungspotenzial. In der Schule hätte man gesagt, stets bemüht. Nein, also es war schon echt gut. Aber ganz kurz, ihr wisst, ne, ihr habt schon mitbekommen, worum es heute so geht. Ein bisschen 50er Jahre, Rockabilly, Elvis, vor allen Dingen Elvis. Und auch andere große Rock'n'Roll-Legenden der 50er Jahre. Und deswegen müsst ihr auch dementsprechend antworten. Are you ready for some Rock'n'Roll? They do the best around. They do the best around. And anybody can.
Also.